Willkommen zum Newsflash. Hallo, liebe Leute und Halunken da draußen. Guten Tag, Mahlzeit und Hallo. Heute machen wir Newsflash à la GTA 5. Und zwar ein kleines Special. Wo ist denn meine Eieruhr? Hier hinten. 90 Sekunden Newsflash. Oh, hier steht es auf 10 Minuten. Warum steht das auf 10 Minuten? Eben kurz einmal umändern. 20. 30. Und der Newsflash. Also ein bisschen so, Moment. So, wunderbar. Der Newsflash. 90 Sekunden und los. GTA 5 ist cool. GTA 5 ist cool. Okay. Das war unser Newsflash für heute. Da fragt ihr euch, was soll denn diese ganze Chose? GTA 5, heute steht alles, guck mal, wie schön ich diese Herzchen gemalt habe. GTA 5. Dienstag am 17.09. wird es soweit sein, dass GTA 5 rauskommt. Ein Leben, was wir bis jetzt hier kennengelernt haben oder lieben gelernt haben, wird es in dieser Form nicht mehr geben. Die Straßen werden leergefegt sein. Die Stromzufuhr muss überprüft werden, ob sie diesem Andrang auch hält. Ne? Bis zum Dienstag haben da die Stadtwerke noch Zeit, denn GTA 5 kommt raus. Teilweise haben Leute es schon und deswegen, ich mache heute ja als ein kleines Special. Ihr seht hinten so ein bisschen Gameplay. Halt, die ersten Leute haben schon Gameplay-Szenen released. Das hinten ist jetzt was Offizielles. Deswegen, ich werde das nicht unterstützen. Es gibt, hier in der Bundesrepublik Deutschland gibt es diverse Drogeriemärkte, deren Namen ich jetzt nicht nennen will. Und die haben das schon verkauft. Ich habe aber auch einen Markt von denen in der Nähe. Ich habe da angerufen, habe gesagt, wie sieht's aus, liebe Leute? Unterlunken vielleicht. Verkauft ihr das denn jetzt schon? Wir haben jetzt heute Samstag, ihr werdet jetzt, wenn ihr das Video seht, Sonntag haben. Und da haben die gesagt, nein, wir verkaufen das erst am Dienstag. Und da war ich schockiert, weil ich habe schon diverse Fotos im Internet von Leuten gesehen, die bei Müller, um jetzt mal den Namen zu sagen, bei Müller, bei der Drogeriekette Müller, da das Spiel gekauft haben. Und das finde ich eigentlich nicht gut. Also ich würde es selber genauso machen, deswegen, ich habe ja auch heute schon, ich habe echt überall nachgefragt, in jedem kleinen Computerladen. Also ich habe angerufen, bin jetzt nicht rumgefahren. Und selbst in meinem Computerladen des Vertrauens habe ich angerufen, der einen extrem geilen Spruch gerissen hat, und zwar, ich rufe das so an. Moment, das Telefon habe ich, glaube ich, sogar noch hier. Hier, mein Telefon. Ich so, wie sieht's denn aus? Verkauft ihr heute GTA 5? Und dann meint er so, nee, GTA 5, nee, das haben wir nicht bestellt. Ne? Ist ja, das kommt ja auch eigentlich erst am Dienstag raus. Sagt er, nee, das bestellen wir nicht. Wir bestellen und verkaufen hier nur richtige Blockbuster. Naja, so wie Diablo 3 und so. Ich so, dachte mir so, okay, ihr wisst schon, was GTA ist, ne? Ihr wisst schon, dass das jetzt so voll der Megakracher ist. Um mal eine Zahl zu nennen, sie haben noch gesagt, warte mal, 216 Millionen Dollar, lasst mich vielleicht irgendwas mit 200 noch was Millionen Dollar haben die Produktionskosten betragen. Jetzt, wenn man das mal so im Verhältnis setzt, ich habe letztens, was habe ich denn da geguckt, Frühstücksfernsehen. Da haben sie Red 2 mit so einer alten Doku verglichen. Und da haben sie gesagt, Red 2 hätte 100 und noch was Millionen Dollar in der Produktion gekostet. Und da sind ja auch die ganzen Gagen für die Schauspieler schon drin. Und da spielt ja Gott und die weiß was mit drin. Also so ein Film, so ein internationaler Film, der auch recht, ich sag mal, Red 1 habe ich geguckt, mega geiler Film übrigens. Ne? Deswegen wird Red 2, denke ich mal, auch cool. Und wenn so ein Film schon 100 Millionen Dollar kostet und so ein Computerspiel einfach mal das Doppelte kostet, ne, dann fragt man sich schon, Mensch, die müssen ja schon ziemlich sicher sein. Also Rockstar ist sich halt schon ziemlich sicher. Und deswegen, Dienstag ist es soweit. Ich hätte es echt gerne jetzt schon am Wochenende gezockt. Jetzt nicht, weil ich süchtig danach bin oder so. Das dürft ihr nicht so vergleichen, ne? Wie viele
nennen wir sie mal GTA-Kiddies oder Fanboys, jetzt schon Facebook und so belagern und die Foren, ne? Dieses deutsche Forum, so von wegen, ich hab meins schon und alles so, ich will das auch zocken und ich würde alles darum geben und würden sogar irgendwie das Doppelte am Geld bezahlen, wenn sie es jetzt schon am Wochenende zocken können. Darum geht's mir persönlich gar nicht. Mir persönlich geht's darum, dass ich schon mal Videos machen kann, dass ich schon mal austesten kann, weil jetzt wird's auch am Montag, Dienstag werden auch die ersten Videos von den großen Let's Playern kommen und ich hätte mich ganz gerne schon mal da platziert, um na vielleicht den ein oder anderen View abzugreifen. Darum geht es mir und gar nicht um das früher zu zocken, weil um die 3 Tage kann ich auch noch gerne warten. Ne? Was mich persönlich auf, ich sag jetzt mal, neutraler Ebene stört, ist, dass es Rockstar doch nicht hinbekommen hat, wie sie es vorher angekündigt haben, dass keine Versionen verkauft werden. Und gut, ich habe eben Saturn angerufen, die sagen auch, nein, die haben Verkaufssperre bis halt Dienstag bzw. Montag. Die letzte Stunde vor Ladenschluss dürfen sie es verkaufen. GameStop habe ich heute angerufen. Die haben auch gesagt, nein, sie dürfen es wirklich erst am Dienstag verkaufen, auch nicht eher. Und hatte noch bei ein paar anderen kleineren Elektrofachhändlern, die haben auch alle gesagt, Dienstag. Übrigens Müller dann auch. Müller hat gesagt, nein, wir verkaufen jetzt erst Dienstag. Ne? Und da kommt es wahrscheinlich auf den Filialleiter an, da, ob der das jetzt schon rausgibt oder nicht. Ist echt schade, dass dieses System nicht 100% funktioniert. Also ich sag mal, viele hätten sie diese Warnung nicht rausgegeben, wären vielleicht viele andere Läden jetzt auch schon dabei, aber trotzdem, dieser kleine Einzelhandel, wo man sich einzeln die Spiele bestellen kann. Hier, mein Laden des Vertrauens hat zu mir gesagt, ja, hättest du es mal vorher bei mir vorbestellt, dann könntest du es jetzt abholen. Gut, nützt mir jetzt auch nichts mehr, aber trotzdem, ne, das sind halt solche kleinen Lücken im System, aber bei so einer millionenfache Anzahl von Verkäufen kann Rockstar natürlich nicht jeden einzelnen Pups-Händler kontrollieren, aber gut. GTA 5 wird ziemlich cool, denke ich mal. Ich habe mir einiges an Material angeschaut. Man kann wirklich einfach alles machen. Das Einzige, was mir an GTA-Titeln nicht oder ein bisschen gefehlt hat, also man kann ja wirklich viel machen, ist aber diese Interaktion mit der Umwelt. Sagen alle, hä, wieso? Ist doch total Open World und sowas. Aber ich sage, das ist genauso wie Assassin's Creed, nur eine Scheinwelt. Es ist zwar auf Größe gemacht, aber so richtig Open World ist es eigentlich nicht. Also ist es schon, du kannst überall hin, ist klar. Aber du kannst zum Beispiel nicht überall rein. Du kannst nicht in jedes Haus rein. Du kannst zum Beispiel nicht, was ich zum Beispiel sehr cool fände, irgendwelche Schränke durchwühlen oder sowas. Darauf ist halt GTA nicht ausgelegt, auf diesen Rollenspielcharakter. Ich hätte es ganz geil gefunden, wenn sie das halt mit reingepackt hätten. Irgendwie ein bisschen Geld, irgendwie Munition und solche kleinen Sachen oder das vielleicht mal, dass man sich irgendwas craften kann oder sowas. Aber dafür, ich glaube, da wollen die einfach gar nicht hin, dass die Leute so intensiv dieses Spiel, also das geht dann schon in eine ganz andere Richtung. Worauf ich mich freue, sind diese ganzen Sachen, die man neben der Story machen kann. Man kann ja Fahrrad fahren, also so Tour de France mäßig, man kann irgendwelche Boote tauchen, kann man GTA 4 konnte man das halt auch schon machen, war mir aber irgendwie zu wenig, da war auch so, ich hatte keinen Drang, das zu machen, aber nicht 100% so gefallen, ich mochte das irgendwie nicht so, ich weiß nicht, irgendwie weiß ich nicht, aber das mit der Story von GTA 5, dass man auch diese 3 Leute halt schon bisschen intelligenter gemacht ist und das ist auch ein bisschen und auch die Steuerung soll ja sehr cool sein von den Autos.